Mein Name ist Schneider Manfred, bin da im Museum angestellt als Landwirt, ja, oder halt alles, was mit Tieren und aus dem Bereich zum tun hat. Ja. Also von Tierversorger bis Feldarbeiter, Wiese, Mäher, Wegrichten, Zäune richten. Das ist also so der Haupt. Ja. Der Haupt. Hauptding, ja, ja. Und sonst war es halt alles so anfällt, ja. Und das ist auch die einzig schwäbische Hühnerrasse, die das Augsburger Huhn heißt das. Ja. Die Besonderheit ist das, weil die eine Krone, einen Kronenkamm haben. Werden die Hühner nachts eintrieben oder laufen die da frei rum? Die kommen da also abends in den Stall rein, weil sonst wäre ja der Fuchs und der Marder ist da schon umeinander. Ja. Ja, das ist mir schon klar, aber wären die eintrieben oder kann die da auf den Sell rein, oder? Nein, wir tun die abends futtern und dann kann die ab und zu muss man schon reintreiben, ja, aber sie kommen schon, also sind um 4 Uhr, sind im Stall rein, ja. Und dann kommen sie selber auch. Das ist das schwäbisch-höllische Schwein, also das haben wir früher viel verbreitet gewesen, weil es gute Fett. Früher hat man viel Fett und Schmalz gebracht. Und darum ist das jetzt eher ein, also wird es seltener heutzutage. Ja. Ja. Ja, grüß Gott, Band Michelberger ist mein Name, Schmiedemeister und Hofschmied. Wie lange machen Sie das schon? Ja, 32 Jahre ungefähr. Ah, okay. War die Ausbildung schwer? Die war sehr schwer. Die war so schwer, dass man sie inzwischen eingestellt hat. Weil man das den jungen Leuten nicht mehr zumuten kann. Ab wie viel Grad kann man Metall biegen? Sagen wir mal, biegen kann man schon, auch bei wenig Temperatur, aber es wird halt schwer. Ich sage jetzt einmal bei ab 600, 700 Grad, da wird es dann leichter. Wie heiß wird der Schmiedeofen? Ja, wenn man es ausnutzt, wird er vielleicht ja, 800, 900 Grad heiß. Aber man muss ja nicht immer so heiß machen. In der Senior von der Bäckerei heim, der Hans, sagt man einfach zu mir, Johann heiße, aber ich bin der Hans einfach. Und bin 77 Jahre alt. Okay. Wie lange arbeiten Sie schon als Bäcker? Ich habe meine Bäckerlehre angefangen 1954. Da war ich 14 Jahre. Und mit 17 Jahren war ich Geselle. Okay. Meine Ausbildung war in Memmingen bei der Bäckerei Greif damals, später war es Lederli. Was für ein Ofen? Ist es ein ölbeheizter Ofen oder Elektroofen oder so wie jetzt im Backhäusle mit Holzfeuer befeuert? Also gehen wir mal von dem Ofen aus dem Backhäusle. Den heize ich 2 Stunden vor, okay. Bis er ungefähr eine Temperatur hat. Also ich gehe jetzt einmal aus, weil dieser Ofen hat kein Thermometer. Ich kann das nicht ablesen, wie heiß es ist. Aber ich kann vom Backprozess ausgehen,
dass er beim, wenn ich das Brot einschieße, nach 2 Stunden oder 2,5, je nachdem, wie das Brot hergegangen ist, dann dürfte ungefähr 230 Grad Celsius haben. Okay. Wie oft backen Sie? Hier im Backhäusl einmal die Woche. Okay. Sonst haben wir im Dorf, sind wir der Dorfbäcker, die Bäckerei Heim, da ist jeden Tag, außer Mittwoch ist Ruhetag. Okay. Wir haben Brezen und Semmeln mit gleicher. Ja. Temperatur ist die gleiche, nur der Teig ist anders. Der Teig ist bei der Brezel fester, beim Semmel ist er leichter. Ob der Teig früher anders wie heute war? Also sagen wir mal so, der Teig knetet heute nicht mehr der Bäcker mit der Hand, sondern die Maschine. Früher waren die Teigmaschinen, ja, das war nur der Hubkneter. Der hat nicht so intensiv knetet wie heute Spiralkneter. Aber heute ist in der moderneren Bäckerei ist eigentlich nur der Spiralkneter noch im Einsatz bei der Weißbrotteige. Beim Brotteig ist nach wie vor der Hubkneter der bessere Kneter, der schonender. Weil ein Brotteig, wo Roggen drin ist, den muss man schonend kneten. Ein Weizenteig, den muss man intensiv kneten. Der Brotschießer vorne, ne? Ein kleiner Schubs und dann ist er da oben. Und dann holen wir es raus. Genau, so machst du es. Okay.